منا مثله في كربات فرحا عبادا كلهم ذنوني فرحا عبادا لم ذنوني. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Liebe Geschwister in Islam, die sich hier in der Moschee zum Freitagsgebet versammelt haben, wahrscheinlich morgen oder spätestens übermorgen ist der erste Tag von Ramadan. Heute ist der 29. Schaaban und die Muslime sind verpflichtet, heute zu schauen, den nach dem Mond zu besichtigen. Und wenn sie den Mond besichtigt haben und gesehen haben, so sollen sie morgen anfangen. Und wenn sie es nicht gesehen haben, dann sollen sie diesen Monat zum 30 vervollständigen. Aber was ich mit euch sprechen möchte, bevor dieser gewaltige, heilige Monat Ramadan, der segenreiche Monat, anfangen wird, möchte ich euch erwähnen nochmal die Vorzüglichkeit von dem Fasten und die Nutzen von dem Fasten und die Vorzüglichkeit von Ramadan. Wenn wir nur schauen, die Vorzüglichkeit allgemein über dem Fasten, dann finden wir gewaltige Nachrichten in Qur'an und in Sunnah. Denn Allah Azza wa Jalla hat das Fasten und die Leute, die das Fasten tun, von Männern und Frauen, zu denen aufgezählt, dass sie werden am jüngsten Tag, ihre Sünden werden vergeben und ihnen erwartet eine gewaltige Lohn, wie in Suratul Ahzab 35 Allah Azza wa Jalla aufgezählt hat. Die Gläubigen, sei es Männer und die Frauen, und die Leute, die Allah erwähnen, sei es Männer oder die Frauen, und die Leute, die Allah Azza wa Jalla Gebete verrichten, sei es Männer oder Frauen, und genauso der Fastende, sei es Mann oder Frau, sagt Allah Azza wa Jalla, Addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. So hat Allah Azza wa Jalla für sie vorbereitet, für die Fastenden, die diese Eigenschaften besitzen, eine gewaltige Lohn und Vergebung der Sünden. Dann wieder, liebe Geschwister, der Fastende soll wissen, dass das Fasten für den Gläubigen nützlich ist und gut ist. Denn Allah Azza wa Jalla sagt, وَأَنْ تَصُومُ خَيْرًا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Und für euch ist das Fasten besser. Hättet ihr das nur gewusst, hättet ihr nur das gewusst, wie das gut ist, das Fasten, glaubt mir, dann die Menschen hätten nicht mehr aufgehört zu fasten. Dann wieder, liebe Geschwister, dass das ein Grund ist zur Gottesfürchtigkeit und das ist auch die Weisheit, warum wir fasten. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, damit ihr gottesfürchtig sein sollt. Und wieder, liebe Geschwister, von dem Fasten wird berichtet beim Musnad Imam Ahmed, was Sheikh Albani rahimahullah darüber authentisch gesagt hat, dass das Fasten ist eine Schild oder eine Schutzwaffe, das den Menschen am jüngsten Tag vor dem Höllenfeuer beschützen wird. Oder in einem anderen Hadith, auch bei Imam Ahmed, in seinem Musnad, was Sheikh Albani authentisch gesagt hat, dass das Fasten ist eine Burg oder eine Festung am jüngsten Tag vor dem Höllenfeuer. Und dann wieder, liebe Geschwister in Islam, in Bukhari und Muslim wird berichtet, dass das Fasten ist ein Schutz für die Gläubigen, dass sie nicht in ihren Gelüsten Opfer werden. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, O ihr Jugendlichen, wer hat das Besitz, so soll er heiraten, denn das ist besser für die Augen und für die Gelüste, für den Glied. Und er sagt, wer das nicht hat, das Besitz und kann nicht heiraten, er soll fasten. Warum? Weil das für ihn ein Schutz ist, dass seine Gelüste ihm nicht mehr lenken können. Und in einem anderen Hadith bei Bukhari Muslim über die Vorzüglichkeit des Fasten allgemein sagt der Gesandte a.s. derjenige, der für Allah einen Tag fastet, so wird Allah Azza wa Jalla sein Gesicht vor dem Höllenfeuer 70 Jahre entfernen. Und bei Tirmidhi, was Sheikh Albani rahimahullah authentisch gesagt hat, sagt a.s. so wird Allah Azza wa Jalla ein Graben öffnen zwischen ihm und dem Höllenfeuer, das so entfernt ist wie die Entfernung der Himmel und der Erde. Und in einem anderen Hadith wird gesagt, als der Gesandte gefragt worden ist von Abu Umama radiallahu anhu, was eine Belohnung ist. Er wollte unbedingt eine Tat machen, nachdem er seine ganze Kriege mit dem Gesandten teilgenommen ist und ist nicht zum Märtyrer geworden. Er hat sich gewünscht, zu fallen und Schahid zu werden. Und daraufhin hat er gesagt, ja Rasulallah, ich habe Kriegsbeute bekommen, obwohl ich Dua gemacht hatte, dass ich Märtyrer sein werden soll, Schahid sein soll. Aber jetzt, ich gehe nach Hause mit dem Kriegsbeute. Gib mir einen Rat, was ich tun soll, dass ich damit gerettet werden kann. Daraufhin hat der Gesandte a.s. gesagt, du sollst fasten, denn es gibt nichts was Gleiches wie das Fasten, wie es in Ibn Hibban berichtet wird, was auch Sheikh Albani authentisch sagt. Dann wieder, liebe Geschwister, das Fasten wird berichtet in Sahih al-Bukhari, dass es gibt ein Tor im Paradies, heißt Al-Rayyan, und der Fastende wird von dort hineintreten. Und in einem anderen Hadith, liebe Geschwister im Islam, wird berichtet, und das ist in Adab al-Mufret, als der Gesandte nach dem Fajr gefragt hat, wer von euch hat heute gefastet? Am Abend hat er gefragt, wer hat von euch gefastet? Daraufhin hat Abu Bakr radiallahu anhu gesagt, ich. Daraufhin hat der Gesandte gefragt, wer hat heute an einem Totenzug teilgenommen? Daraufhin hat Abu Bakr gesagt, ich. Daraufhin hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gefragt, wer hat heute einem Armen gespeist? Daraufhin hat Abu Bakr Siddiq gesagt, ich. Und daraufhin hat der Gesandte alaihi salatu wassalam gefragt, wer hat heute wer hat heute einen Kranken besucht? Daraufhin hat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu gesagt, 4. Das heißt, 4 Taten hat a.s. gesagt, derjenige, der das alles getan hat, der das alles zusammengebracht hat, wird ins Paradies kommen. Und von diesen 4 Taten, das erste war was? Das Fasten, liebe Geschwister, wie es in Adab al-Mufred erwähnt wird. Eine andere Sache, was in Bukhari Muslim überliefert wird, liebe Geschwister in Islam, wenn man nach Hause geht und mit seiner Frau ist, mit seinen Kindern ist, dann ist man nicht so religiös, dann achtet man nicht auf bestimmte Sachen und man ist beschäftigt mit Kindern, mit Frau, mit Einkäufen, mit Dunya, und dabei macht man ohne Absicht Sünden, weil man ist abgelenkt mit der Dunya, und automatisch, wenn man mit Dunya beschäftigt ist, dann wird man Sünden machen. Und als der Gesandte a.s. gefragt worden ist, was können wir tun, wenn wir in Freizeit mit der Familie Sünde tun, ohne Absicht? Wie können wir das bereinigen? Was ist die Buße, die Sühne dafür? Daraufhin hat der Gesandte a.s. gesagt, die Entschädigung, dass man sich befreit von den Fehlern, was man zu Hause macht, weil in der Moschee man ist religiös, man hält sich islamisch, aber zu Hause passiert halt, dass er ist unachtsam und ist in Raffler, und so passieren falsche Verhalten von ihm. Daraufhin hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt, wenn du das Gebet verrichtest, wenn du das Fasten tust und wenn du Spende gibst und das Gute und das Verwerfliche verbietest, so wird das eine Sühne für diese Sachen sein. Und wieder, liebe Geschwister in Islam, wissen wir, wie es im Koran al-Karim gekommen ist, dass Allah azza wa jalla belohnt bestimmte Sachen ohne Abrechnung. Und in Hadith Qudsi wird erwähnt, dass das Fasten für Allah azza wa jalla ist, und er wird es belohnen, ohne abzurechnen. Das heißt, ohne eine bestimmte Grenze für die Belohnung zu setzen. Und in einem anderen Hadith, liebe Geschwister in Islam, sagt der Gesandte a.s. in Bukhari und Muslim, dass der Fastende wird mal zweimal freuen. Einmal, wenn er sein Fasten bricht, und einmal, wenn er seinem Herrn Allah azza wa jalla trifft, und wird sich freuen, für diese wenige Tat, was er gemacht hat, eine unbegrenzte Belohnung zu bekommen. Und wieder, das Mundgeruch von dem Fastenden ist bei Allah lieber als jede Moschul-Parfüm. Und wieder, liebe Geschwister, wird berichtet beim Musnad Imam Ahmed, dass das Qur'an al-Karim und der Fasten wird Yawm al-Qiyamah Fürsprache machen. Der Fasten wird kommen und wird sagen, oh Allah, er hat das Essen und das Trinken und seine Gelüste am Tag wegen mir weggelassen. so bitte ich für ihn Fürsprache und Allah wird seine Fürsprache annehmen. Und der Koran wird kommen und wird sagen, oh Allah, er hat in der Nacht mich gelesen. So bitte ich die Fürsprache und wird ihm die Fürsprache gegeben. Dann wieder, liebe Geschwister im Islam, ihr sollt wissen, dass in Hadith überliefert worden ist, dass der Gesandte a.s. bei Musnad Imam Ahmed uns berichtet, dass derjenige, der fastet, er wird in seinem Brust keine Feindseligkeit mehr haben, dass diese Feindseligkeit und diese Neid wird weggehen, wenn der Gläubige fastet. Und in einem anderen Hadith, liebe Geschwister im Islam, wird berichtet bei Tirmidhi, dass der Gesandte a.s. zu Muaz ibn Jabal gesagt hat, ja Muaz, soll ich dir bekannt machen, den Tor des Gutes? Und daraufhin hat er gesagt, ja natürlich, o Gesandter, ja doch, bring mir das bei. So hat er gesagt, der Gesandte a.s., das Fasten ist ein Schutzschild für dich. Das heißt, das Tor des Guten zu erreichen, kannst du durch das Fasten. Und in einem anderen, liebe Geschwister im Islam, wird berichtet bei Ibn Majah, dass von dem Fastenden seine Dua wird angenommen, bis er sein Fasten gebrochen hat. Das heißt, den ganzen Tag, solange er Dua macht, wird seine Dua angenommen während der Fastenzeit. Denn der Gesandte a.s. sagt, es gibt drei Arten von Menschen. Ihre Dua wird nicht abgelehnt. Wenn der Imam Adil, der Führer, der gerecht ist, Dua macht, wird sein Dua angenommen. Der zweite ist der Fastende, bis er sein Fasten gebrochen hat am Abend. Und der dritte ist Mazlum, der Unterdrückte, den ihm ungerecht getan worden ist. Wenn er Dua macht, so ist zwischen ihm und Allah Azza wa Jalla kein Hindernis vorhanden. Dann wieder, liebe Geschwister im Islam, sollst du wissen, dass während der Fastenbrechen von dem Fastenden auch das Dua angenommen wird, wie es in Ibn Majah überliefert worden ist. Und dann wieder, liebe Geschwister, bei Tirmidhi wird berichtet, wenn man einem Fastenden speist, dass die Belohnung für diese Sache gewaltig ist, dass man kriegt die gleiche Belohnung, wie der Fastende gefastet hat, ohne dass von dem Fastenden seine Belohnung weniger wird. Und es reicht schon ein Glas Wasser, es reicht schon, dass man ihm Dattel gegeben hat, dass er damit sein Fasten brechen soll, damit man diese Belohnung bekommen soll. Dann wieder, liebe Geschwister, sollst du wissen, dass Fasten so gewaltig ist, dass Allah Azza wa Jalla in Islam Vorschriften gemacht hat für bestimmte Fehler, die man begangen hat. Als Sühne, als Buße, als Entschädigung kann man das mit Fasten ausgleichen. Wie zum Beispiel Leute, die zu Hajj gehen und er hat Schmerzen am Kopf und er kann seine Haare nicht rasieren oder kürzen. So sagt Allah Azza wa Jalla, dass dieser Person einer dieser Möglichkeiten ist, dass er soll 3 Tage fasten. Und wie es in Surat al-Baqarah erwähnt worden ist. Oder wenn man kein Geld hat zum Fasten, zum Schlachten beim Opferfesttag im Hajj und er macht Hajj al-Tamattu', so hat Allah Azza wa Jalla uns in Surat al-Baqarah gesagt, er kann sich aussuchen, wenn er nicht das zum Schlachten hat, dass er soll 3 Tage in Mekka fasten und wenn er zurückkommt in seine Heimat 7 Tage, somit 10 Tage lang soll er fasten. Oder wir sehen, liebe Geschwister, wenn jemand während der Ihram ein Wild gejagt hat, ein Tier gejagt hat, so sagt Allah Azza wa Jalla in Surat al-Ma'ida, so sollen sie 2 Richter aussuchen und diese 2 Richter sollen schauen, wie viel dieser wildes Tier einen Wert hat. Von Kamel oder vom Schaf oder vom Rind, welche gleich ist, so sollen die das Urteil geben. Und wenn er kein Kamel bringen kann und er kann kein Schaf schlachten, er hat keine Rinder, dann soll er fasten, wie es in Islam gekommen ist. Das heißt, der Fasten ist so gewaltig, dass Allah Azza wa Jalla das in vielen Sachen als Entschädigung gebracht hat. Wie zum Beispiel das Schwurbrechen. Wenn jemand sein Schwur brechen will, weil er das nicht mehr einhalten kann, dann soll er was tun, er soll für 10 Leute Essen geben oder Speisen oder Sklave freigeben. Und wenn er von diesen 3 keinen hat, dann soll er 3 Tage dafür als Ersatz fasten. So sehen wir, liebe Geschwister im Islam, sogar jemand, der Mord begangen hat, ohne Absicht, der jemanden getötet hat, ohne Absicht, einen Muslim getötet hat, ohne Absicht, und er kann keine Lösegeld bezahlen, er kann keine Fidya geben und er ist mittellos. So sagt Allah Azza wa Jalla, dass es reicht für ihn, dass er 2 Monate lang hintereinander ununterbrochen fasten soll. Das heißt, liebe Geschwister, all das erklärt uns, wie gewaltig das Fasten ist. Und wie kann dann passieren, jemand erreicht das Monat Ramadan, und das ist wahrscheinlich morgen oder spätestens übermorgen, und er hat nichts vorbereitet. Und er plant nicht mal, um die Vergebung bei Allah Azza wa Jalla zu bekommen. Schaut, was der Gesandte a.s. sagt. Und das sind Eigenschaften von Ramadan. Vom Monat von Ramadan, Eigenschaften wird berichtet bei Ibn Husayna. Und genauso bei Al-Hakim wird berichtet, was Sheikh Albani authentisch gesagt hat. Der Gesandte berichtet, wie 2 Engel in der Nacht gekommen sind und haben ihn geführt im Paradies und in der Hölle. Und als er in der Hölle war, sagt der Gesandte a.s., ich habe Stimmen gehört. Stimmen, komische Geräusche. Daraufhin habe ich gesagt, was sind das für Stimmen? Die haben mir gesagt, das sind die Heulen, die Weinen und Heulen der Leute der Hölle. So haben sie mich zu ihnen gebracht. Und als ich zu ihnen kam, habe ich gesehen, sie sind von ihren Achillenzähnen, das ist diese hinten am Fuß, diese Achillenzähnen sind aufgehängt. Und ihre Mundwinkel, das sind diese Ecken hier, sind geschnitten und fließt Blut. Und sie weinen. Und ich habe gesagt, was ist mit diesen Leuten? Und wurde gesagt, das sind die Leute, die nicht ihre Fasten vervollständigt haben, haben gebrochen ihre Fasten. Das heißt, er hat ohne Entschuldigung einfach gegessen und getrunken im Ramadan und nicht versucht, für Allah Azza wa Jalla zu fasten. Und das ist nur die Strafen, was uns der Gesandte teilweise erklärt hat, um uns zu ermahnen. Wie das gewaltig ist, am Körper zu spüren, ist gewaltig. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das ist nur dieser kurze Einblick. Aber der wahre Einblick ist ständige Erniedrigung und Schmerz und Leid, was man sich gar nicht beschreiben kann. So sollst du wissen, dass Ramadan, liebe Geschwister, gewaltig ist. Einer der Vorzüglichkeiten von Ramadan ist, ohne Zweifel, dass Qur'an al-Karim in dieser Monat offenbart worden ist. Denn Allah Azza wa Jalla sagt, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, der Monat Ramadan, in dem der Qur'an offenbart worden ist. Hudan linnas, als was eine Rechtsleitung für die Menschen. Deshalb, liebe Geschwister im Islam, das als eine Rechtsleitung. Und dann sagt er weiter, wa bayinat, und dann noch Aufklärungen. Was soll aufgeklärt werden? Von der Rechtsleitung, dass du weißt, warum wir leben und wie wir Allah Azza wa Jalla anzubeten haben und wie man richtig zu Allah Azza wa Jalla Zeichen senden soll. All das lernst du im Monat Ramadan mit Qur'an und Karim, mit Gottesfürchtigkeit zu Allah Azza wa Jalla. Und dann er sagt, wal Furqan, und ist die Trennung, unterscheidet der Qur'an und Karim zwischen der Wahrheit und der Lüge. Deswegen, liebe Geschwister, wird auch berichtet bei Musnad Imam Ahmed, was Sheikh Albani authentisch gesagt hat, dass alle Bücher, was den anderen Propheten offenbart worden sind, auch im Monat Ramadan gegeben worden ist. Die Seiten von Ibrahim a.s., die Suhuf, wurden in der ersten Nacht gegeben, sagt der Gesandte a.s. Und der Tora wurde nach dem 6. Tag gegeben in Ramadan, das heißt in der 7. Nacht ist das offenbart worden. Und der Injil, sagt a.s., ist offenbart worden erste Mal in Ramadan, dem 13. Und der Qur'an al-Karim wurde mir offenbart, nachdem 24 Tage vergangen waren, das heißt in der 25. Nacht, was auch Laylatul Qadr gewesen ist. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, die Vorzüglichkeit von diesem Ramadan finden wir im Hadith Bukhari und Muslim. 7 Eigenschaften auf einmal. Sagt a.s., euch ist das Monat Ramadan gekommen, wo die Toren der Himmel geöffnet sind. Das heißt, die Toren der Himmel werden aufgehen und die Engel, Vielzahl von Engeln, was nur Allah ihre Zahl kennt, werden ständig von Himmel nach unten kommen und Allahs Anweisungen werden herunterkommen und die Tore der Himmel sind geöffnet. Und in einem anderen Überlieferung, die Tore des Paradieses sind geöffnet. In einem anderen Überlieferungen, die Tore der Barmherzigkeit, Abwab al-Rahma, sind geöffnet worden und die Tore der Höllenfeuer sind geschlossen worden und die Schäatine sind in die Ketten gelegt worden. Und es wird eine Stimme rufen, jede Nacht, Ya Bari al-Khair Aqbil, o derjenige, der das Gute sucht, komm jetzt nah und nutze diesen Monat aus, Ya Bari al-Shar Aqsir, O derjenige, der das Schaden, das Übel, das Schlechte, das Verwerfliche verlangt, jetzt höre auf und beende deine Sünden und kehre zu Allah Azza wa Jalla. Und das 7. Zeichen ist, in diesem Hadith sagt der Gesandte a.s. und jede Nacht wird Allah Azza wa Jalla von der Hölle Menschen begnadigen. Jede Nacht, liebe Geschwister in Islam. So sehen wir die Vorzüglichkeit von Ramadan gewaltig. Und so sehen wir, liebe Geschwister, dass der Gesandte a.s. uns im Nessa'i berichtet, was auch Sheikh Albani authentisch gesagt hat. Dass es gibt eine Nacht, ist so gewaltig, liebe Geschwister, dass es besser ist als 1000 Monate, was man erreichen könnte mit Anbetung, in dieser Nacht bekommen kann. Und wer diese Nacht verpasst hat, er hat alles Gutes verpasst, was er je bekommen könnte. Und das kann man nur erreichen, liebe Geschwister, wenn man den Monat Ramadan richtig empfängt und richtigen Programm macht und die letzten Nächte noch von Ramadan noch ernsthafter zu Allah Azza wa Jalla anbetet. So sagt er, soll seine Nase auf dem Boden schleifen, der den Monat Ramadan erreicht hat und er hat es nicht geschafft, die Vergebung zu bekommen, sondern er ist weiter in Unachtsamkeit, in der Sünde, in der Ignoranz weitergeblieben. So berichtet, liebe Geschwister, in Hadith, was uns berichtet worden ist in Baqarah 185, dass das Ramadan-Monat Dankbarkeit ist. Dass du sollst, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, wahrscheinlich damit sie dankbar sind. Sei dankbar zu Allah Azza wa Jalla in diesem Monat, der dir die Gelegenheit gegeben hat, dass 30 Tage die Tore der Himmel, die Tore des Paradies geöffnet sind und die Tore der Hölle geschlossen sind und dass die Teufel an die Ketten gelegt worden ist, dass du kannst Allah Azza wa Jalla anbeten und das leichteste Weg in seiner Barmherzigkeit erreichen und zu kommen. So sollst du wissen, liebe Geschwister, dass in Sahih Muslim berichtet wird, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, das Fastenmonat Ramadan ist ein Grund für die Entschädigung der Sünden, dass es die Sünden getilgt werden. Denn er sagt, as-salawat wal-jum'atu ila al-jum'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha ujtinabatil kaba'ir. Da sagt der Gesandte, das 5-malige Gebet und das Freitagsgebet bis zum nächsten Freitagsgebet und das Ramadan bis zum nächsten Ramadan, alles was dazwischen ist von der Zeit, wird als Buße getilgt, wenn er was tut, von dem großen Sünden fernbleibt und Reue macht. Deswegen, liebe Geschwister in Islam, sollst du wissen, dass es gibt keine bessere Zeit, wie die Gelehrten sagen, wie das Monat Ramadan. 30 Tage lang ist die beste Zeit. Denn in Hadith Bukhari und Muslim wird berichtet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, soll seine Nase auf der Boden schleifen, der den Monat Ramadan erreicht und er hat es nicht geschafft, sich zu vergeben. 30 Tage lang eine Frist, wo du nur brauchst zu fasten, wo du brauchst nur zu Gebete richtig zu verrichten und Allah vergibt dir alle deine Sünden, was vorher gewesen ist. Deswegen wird berichtet von Talha radiallahu anhu, Talha bin Ubaidillah radiallahu anhu in Sunan al-Tirmizi, dass er hat einen Traum gesehen über die 2 Leute, die sich bemüht hatten. Der eine hat sich so bemüht, dass er schnell Schahid wurde, Märtyrer wurde. Der andere hat sich auch bemüht, aber ist lebend zurückgekommen von der Schlacht und hat noch 1 Jahr weitergelebt. Und danach ist er gestorben. Und daraufhin hat er gesehen im Traum, derjenige, der noch 1 Jahr weitergelebt hat, ist erster ins Paradies gekommen, als derjenige, der schon sofort Schahid gewesen ist, ist nach ihm ins Paradies gekommen. Und die Leute haben sich gewundert, haben gesagt, wie geht das? Der war doch Schahid und ist vorher gestorben und wieso kommt er später ins Paradies rein? Daraufhin sind die Leute zum Prophet sallallahu alaihi wasallam gegangen und haben gesagt, ja Rasul, der Talha hat einen Traum gesehen über diese beiden, die gestorben sind. Der eine im Schlacht vor einem Jahr und der andere, der jetzt gestorben ist. Wieso kommt der erste später als der zweite ins Paradies, obwohl der erste Märtyrer ist und der andere ist mit normalem Tod gestorben? Daraufhin sagt alaihi salatu wassalam, haben sich die beiden bemüht, haben die ja gesagt. Hat der zweite, nachdem er zurückkam von der Schlacht, weiter gefastet und gebetet, Die haben gesagt, ja, das ist der Grund, hat er gesagt, dass er zuerst ins Paradies kommt. Deshalb, liebe Geschwister im Islam, derjenige, der diesen Monat bemüht, hat mehr Vorteil als derjenige, der schon Schahid geworden ist. Deswegen verpasst diese Gelegenheiten nicht, was der Gesandte a.s. uns gebracht hat. Dann wieder, liebe Geschwister, derjenige, der diese Ramadan fastet, wird geschrieben als Märtyrer und als Wahrhaftiger. In einem Hadith Sahih wird berichtet, dass bei Ibn Husayna, was Sheikh Albani authentisch gesagt hat, ein Mann ist gekommen und hat gesagt, ja Rasulallah, wenn ich bete und faste und meine Sadaqa gebe und den Ramadan mit Gebeten verbringe, am jüngsten Tag, zu wem gehöre ich? Daraufhin hat der Gesandte a.s. gesagt, du gehörst zu den Siddiqin wa Shuhada. Du gehörst zu den Wahrhaftigen und zu den Märtyrern wirst du gehören, wenn du diese Eigenschaften hast. Deswegen ist das Fasten, liebe Geschwister im Islam, die Säule, einer der Säulen des Islams. Von Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma wird berichtet, dass der Islam hat 5 Säulen, dass der Gesandte das gesagt hat. Der Islam besteht auf 5 Säulen. Und einer dieser Säulen ist was? Ist das Fasten der Monat Ramadan, liebe Geschwister. Deswegen, derjenige, der diesen Monat fastet, kommt ins Paradies rein. Wie es im Hadith Muslim berichtet worden ist, dass der Mann gesagt hat, wenn ich nur bete, diese 5 Gebete und nur den Monat Fasten, Ramadan faste und mein Zakat gebe, hat der Mann gesagt, was bekomme ich? Hat der Gesandte gesagt, du wirst ins Paradies gehen, ohne dass du mehr dazu machen musst. Das heißt, nur die Pflichten zu tun und den Monat Ramadan so richtig zu fasten, ist ein Grund, dass man ins Paradies kommt. Dann wieder, liebe Geschwister, dieser Monat ist das Monat Tarawih und ist das einzige Gebet, was in Gemeinschaft neben den Pflichtgebeten verrichtet wird, wo die Muslime sich sammeln. Und der Gesandte hat dieses Gebet immer verrichtet. Und als er gesehen hat, die Leute versammeln sich mehr, dann hat er das in seiner Haus gebetet. Und der Grund war, weil er hatte Angst, dass das Pflicht wird zu den Gläubigen, zu den Muslimen. Und dann die Muslime werden das vielleicht nicht mehr ausführen können, diesen Pflicht. Und so werden sie in Sünde fallen. So hat der Gesandte Angst gehabt und sich zurückgezogen. Aber nachdem er gestorben ist und der Religion sich nicht mehr ändern kann und nicht mehr vermehrt oder verringert werden kann, hat Umar ibn al-Khattab wieder die Menschen unter einem Imam in der Moschee, in der Gemeinschaft gelassen. Und ohne Zweifel, in Sahih Bukhari und Muslim wird berichtet, dass der Gesandte im Monat Ramadan noch großzügiger war. Und das ist sehr wichtig. Das heißt, er hat nicht nur seine Pflichtabgaben bezahlt, seine Zakat gegeben, sondern er war immer großzügig, a.s. Er war nie geizig. Und wenn Monat Ramadan eingetroffen ist, dann war er noch großzügiger. Es gibt Menschen, die zahlen nicht mal ihre Pflichtzakat. Es gibt Menschen, die wissen nicht, wenn er im Akt und Nikah, hört richtig zu, wenn jemand in seinem Ehevertrag geschrieben hat, ich werde Brautgabe der Frau während der Scheidung, falls Scheidung kommt, bezahlen, so sagen alle Gelehrten, diese Frau muss jedes Jahr seine Zakat bezahlen, ihre Zakat bezahlen. Wenn es über der Nisab ist, über der 84 Gramm Gold wert ist. Zum Beispiel, eine Frau hat im Ehevertrag geschrieben, 3.000 Euro oder 5.000 Euro. Aber das Geld bekommt sie, wenn es Scheidung passiert. Alle Gelehrten sagen, sie muss jedes Jahr für diese Summe Zakat bezahlen. Warum? Weil es vergangen ein Jahr und das Geld ist sicher. Das ist bei ihm. Und wenn du weißt, du bekommst dein Geld zurück, dann musst du jedes Jahr dafür Zakat zahlen. Und viele haben das in ihren Eheverträgen. Weder der Ehemann zahlt das, noch die Ehefrau weiß das. Und so leben sie in einer Situation, was Allah Azza wa Jalla sagt, dass das Zakat ist, sich zu bereinigen, den Schmutz, wenn du nicht bereinigt hast. Wenn du dich mit Fasten kein Taqwa erreicht hast. Wenn das Gebet dich von Abscheulichen nicht fernhält, dann, was ist das für ein Islam? Wie kannst du dann behaupten, dass du bist der gläubige Muslim, der Allah Religion verstanden hat? وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Liebe Geschwister in Islam, wie ihr seht, wir können noch aufzählen über die Fadail von Ramadan und es reicht nicht eine Khutbah, nicht mehrere Khutbah, nicht mehrere Tage. Allahs Worte sind gewaltig. Deswegen, der klügere Muslim reicht ihm schon nur eine Aussage, nur eine Anordnung. Wenn der Gesandte, und der ist unser Vorbild, für diesen Monat sich vorbereitet hat und seine Familie für diese Sache aufgeklärt hat und sie dafür motiviert hat und seine letzten Nächte nicht mehr in Schlaf verbracht hat, wie können wir dann diese Tage und diese gewaltige Belohnung, diese Nächte unernst nehmen und davon fernbleiben? Deswegen ändert euch, es ist eine gewaltige Veränderung. Und diese Veränderung, diese 30 Tage, soll für euch eine Schulung sein, dass ihr euer ganzes Leben ändert. Dass das eine ganze Leben bis zum nächsten Ramadan komplett ein anderer Mensch geworden sind, die Allahs Buch lesen und verstehen und danach sich folgen und das einladen, dass sie den Weg des Gesandten a.s. studieren und lernen und begreifen. Die Werte der Religion sind sehr wichtig. Schaut den Chaos unter den Muslimen. Damit das aufhört, müssen wir zum Koran zurückkehren, müssen wir zum Sunnah zurückkommen, denn dort findet ihr nur Barmherzigkeit, nur Liebe, nur Vernunft, Brüderlichkeit, nur Unterstützung untereinander, ohne zu hassen, ohne Neid zu haben. Deswegen, wir brauchen den Islam. Allah Azza wa Jalla braucht weder unsere Fasten, weder unsere Gebete, noch unsere Spenden. Wenn wir das tun, ist das für euch besser, wenn ihr das wüsstet. Deswegen, liebe Geschwister, möge Allah Azza wa Jalla uns einen segenreichen Ramadan geben, wo wir richtige Taten tun, dass unsere Fasten angenommen wird. Möge Allah unsere Fasten annehmen, unsere Gebete, unsere Spenden annehmen. Möge Allah Azza wa Jalla uns so ein Ramadan geben, wie er das möchte, indem wir das mit vollem Herzen, mit vollem Seele, mit vollem Bewusstsein diesen Monat Ramadan empfangen. Möge Allah Azza wa Jalla uns zum Erfolg bringen, denn Allah Azza wa Jalla ist zu allem fähig. Dass dieser Ramadan soll ein neues Leben für uns werden, ein neuer Anfang werden, dass wir mit Allah in Frieden leben, in seiner Gehorsamkeit leben, so leben, wie der Gesandte a.s. gelebt hat. Glaubt mir, die Tage sind sehr kurz. Die Tage werden sehr schnell zu Ende gehen. Und derjenige, der das verpasst hat, der hat sich von allem Guten, sagt a.s., verpasst. Das ist gewaltig, dieser Wort. Das muss uns treffen. Das heißt, es gibt nichts mehr was Gutes, wenn ich Ramadan verpasst habe. Deswegen versuche diese Tage auszubeuten, wie der Gesandte gesagt hat, bevor der Tod dich erreicht, sollst du dein Leben ausnutzen. Bevor deine Krankheit kommt, sollst du deine Gesundheit ausnutzen. Bevor dein Alter kommt, sollst du deine Jugendzeit ausnutzen. Bevor du beschäftigt wirst, sollst du deine Freizeit ausnutzen. Bevor du arm wirst, sollst du deinen Reichtum ausnutzen für Allah, für seine Religion, für die Brüderlichkeit, für diese Tawhid, für diesen Ein-Gott-Glaube und für die Verbreitung dieser Religion sollst du das ausnutzen und helfen und unterstützen. So wird Allah Azza wa Jalla sehen, wer von uns ehrlich ist, wer aufrichtig ist, und er belohnt ohne Abrechnung. Er gibt ohne Abrechnung, liebe Geschwister, und ist gewaltig. Und wenn du sitzt neben Allah Azza wa Jalla am jüngsten Tag, dann wirst du nur dankbar sein und wirst nur leuchten und wirst sogar bereuen für die Tage und Stunden und die Minuten, die du verbracht hast ohne Anbetung. Deswegen erwähnt Allah Azza wa Jalla, so wird er uns erwähnen. Seid dankbar, Allah Azza wa Jalla wird uns vermehren. Und zum Abschluss berichtet Allah Azza wa Jalla über sich selber und über die Engel, dass er dem Gesandten a.s. mit Segen erwähnt. Und so hat er uns den Gläubigen Pflicht gemacht, dem Gesandten mit Segen zu erwähnen. Der Erhabene Allah Azza wa Jalla sagt, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Und der Gesandte a.s. sagt, Man salla alayya wahidatan, sallallahu alayhi ashara. Wer mich einmal erwähnt mit Segen, so wird Allah Azza wa Jalla ihm 10-mal bei sich erwähnen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Inshallah, liebe Geschwister, heute spätestens zwischen 18 Uhr und 19 Uhr werden wir die Nachricht bekommen, ob wir morgen fasten werden, ob heute Abend das erste Tarawih-Gebet sein wird oder nicht, werden wir erreichen. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب ناصروا المختار في تبليغه فجزاهم الرحمن خير ثواب ما بال أهل الغيب طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب سبوا خيار الخلق من لهم العلا ولهم مقام في ذرى الأحساب من قبل صرح أعوج عن حقده في سب شيخ متق أواب لا ثاني الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتابي واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاحة من سافل كذاب